Hallihallo, ihr Lieben. So. Okay, ja, ich sehe gerade, die sitzen wirklich tatsächlich an zwei verschiedenen Rechnern. Das wollte ich eigentlich anders machen. Okay, erstmal Baby kümmern. Füttern, in die Brust nehmen. Ich weiß gar nicht, wann habe ich denn das letzte Mal das Kind gefüttert? Aber du bist auch schon müde. Gut, ich glaube, wir schicken sie mal schlafen. Und zwei, 20 Stunden. Okay. Ist das dritte, also ist im zweiten Trimester, das dritte Trimester beginnt dann in 20 Stunden. Okay. So. Papa. Ah, warte, warte, warte. Ich glaube, warte. Ich glaube nämlich, Papa muss auf die Arbeit. Das heißt, du schläfst beim Baby. Und Papa, ja, der muss nämlich morgen früh auf die Arbeit. Der braucht seinen Schönheitsschlaf. So. Die spülen immer noch im Bad ab. Obwohl der gerade eigentlich so da. Na gut. Okay. 7 Stunden. Aufräumen war das. Nee, weglegen, weglegen. So, das kannst du aufräumen und dann gehst du auch schlafen. Ja, 22 Uhr ist. Passt. Mama und Baby schlafen ja schon. Geschmeidiges Getränk. Ein geschmeidiges Getränk trägt dazu bei, den Tag etwas angenehmer zu machen. Okay. In dieser Karriere ist der Himmel die Grenze. Oh, verdient jetzt schon 41. Verdient es, glaube ich, sogar mehr. Okay. Oh, die wird. Werden die nicht mehr wach? Das ist ja schrecklich. Das Baby liegt da, weint. Und die wird nicht mal wach. Oh, steh auf. Das ist, schlimm. Also das finde ich echt nicht schön, dass die jetzt nicht mehr wach werden. Weil normalerweise, wenn das Baby weint, wird man wach. Oh nee, ist schon wieder die Toilette kaputt. Ich glaube, wir müssen das mal alles ersetzen. So. Wir haben ja ein bisschen was auf der hohen Kante. Wir hauen die Toilette jetzt weg. Weg mit ihr. Kaputtes Ding. So, Sanitär. Die Toilette. Ja, gibt's die auch in Blau? Gibt's tatsächlich in Blau. Blau passt nämlich super zu uns rein. Oh, warte, wir haben hier noch so ein anderes Blau. Na, so Holzoptik, nee. Wir nehmen noch das Weißblau. Ich hoffe mal, die Toilette hält ein bisschen. Ja, das war jetzt eine etwas hochwertigere Toilette. Das Waschbecken kommt auch weg. Das ersetzen wir auch. Und ja, nehmen wir hier. Das müsste es auch in Blau geben, oder? Ah, gibt es aber nur in dem einen Blau. Okay, das ist schade. Das ist echt schade. Aber, ups. So. Spiegel hängen wir mal ein bisschen hoch. Ah, komm schon. Achso, okay. Müssen die Wand erstmal. Hä? Das geht doch eigentlich, oder? Oder geht es nur mit den Fenstern? Ja gut, dann lassen wir den Spiegel da. Alles gut.
Ach ja. Ich bin gerade überlegen, na, da. Sexzeit im Kinderzimmer, das machen wir später. Das machen wir, wenn das Baby da ist, damit wir auch wieder erstmal wissen, überhaupt, was für ein Geschlecht es hat. Wenn es nochmal ein Mädchen wird, dann, ja. Ich bin auch überlegen, ach genau. Siehst du, das wollte ich auch noch machen. Die brauchen keine zwei Rechner. Ganz, ganz ehrlich, die haben bis jetzt nicht wirklich viel miteinander gemacht am Rechner. Passt das hier hin? Ja, sieht nicht gut aus. Kannst du einfach hier so hinstellen. Ja, hier kann man immer noch vorbeilaufen. Ich sag's viel zu oft, M, es tut mir leid. Die Küche wollte ich noch ersetzen. Wo ist denn das? Wo ist denn Küche? Küche, Küche. Alle Anzeigen. Okay, nee, nach Raum. So. Ich wollte einen neuen Herd. Sonst Abzugshaube habe ich noch. London Standard. Ja, gut. Die Qualität geht halt davon hoch. Und ich würde sagen, wir nehmen erstmal den. Ist ja schon eine Verbesserung. So, Kühlschränke. Frische Fix. Okay, Essensqualität zuverlässig. Gut, das sieht da schon mal gut aus. Würde der da hinpassen? Tatsächlich würde er das tun. Gut. Oh, ich weiß gar nicht, wie ist denn das mit dem Inhalt? Ist der jetzt auch weg? Wir werden sehen. So, beim Waschbecken. Dann gucke ich mal, ob es vielleicht ein besseres Waschbecken gibt. Sodass die vielleicht auch da lieber hingehen zum Spülen. So. Ich weiß es doch auch nicht. Mich ärgert es ehrlich gesagt ein bisschen, dass die tatsächlich immer ins Badezimmer zum Waschbecken gehen. Das ist, naja, weiß nicht. Was macht man doch nicht? Also hier hatten wir doch Sanitär. Da. Ein Duschbad. Wir nehmen jetzt diesmal das teurere Duschbad. Oh, Eckbadewanne. Luxus-Eckbadewanne mit Düsen. Ja. Nehmen wir aber das. Ich hoffe, das hält jetzt auch mal ein bisschen länger. Und nicht, dass wir hier ständig alles reparieren müssen. Da verbringen wir doch lieber die Zeit mit unseren Kindern. So. Und dann noch ein ganz wichtiges Detail: Das Dach. Ja, tatsächlich. Ich habe das Dach irgendwie vergessen. Kann ja mal passieren. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja so ein Dach halt. Ich sehe gar nicht richtig, ob das richtig anliegt. Nein, tut es nämlich nicht. Ein bisschen muss noch. Jetzt guck's, glaube ich, drüber. Gut. Gut. Das sieht komisch aus. Eigentlich müssten wir das komplette Haus verschieben. Auch hier den Weg, weil. Ja. Ihr seht's, oder? Das ist einfach total asymmetrisch. Gut. Achso, ich bin im zweiten Stockwerk. Es gibt kein zweites Stockwerk. Noch nicht. Es wäre vielleicht eine Idee, die zwei Räume hier nochmal abzureißen und ein zweites Stockwerk mit den Schlafzimmern zu machen. Das hier dann als Arbeitsraum zu machen und oben nochmal ein Badezimmer. Aber gucken wir finanziell, dass wir das dann hinbekommen. Wie viel würden wir für den Rechner bekommen? 3200. Nee, dann reicht das nicht. Okay. Ja, der eine reicht auch vollkommen aus. Ja, den Bücherschrank hätten wir eigentlich auch verschieben können, hier zu den Lesemöglichkeiten. Na, was erzählst du dem Baby so? Okay. Wieso mag die es nicht, sich mit ihrem Baby zu unterhalten? Die schläft. Baby, Teddy schläft auch.
Träumt das Baby schon? Nee. Ja. Gut. Es tut mir leid, ich finde Babys süß. Gut. Wie ist das eigentlich mit Papa? Möchte Papa irgendwas? Mein Papa möchte noch schlafen. Okay. Noch 15 Stunden. Ja, Rückenschmerzen. Ich weiß, Mädel, ich weiß. Das ist auch, ja, so kurz nacheinander Kinder zu bekommen. Ging ja wirklich Schlag auf Schlag. Ja, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Erwachsenen, mit dem Älterwerden? Wir haben jetzt Mittwoch. Können wir jetzt vielleicht eine Party planen? Dass die kleine Maus, ja, Geburtstag. Die gehen trotzdem ins Badezimmer. Ich verstehe es nicht. Ich werde mich einfach nicht mehr darüber aufregen. Ich glaube, das ist so das Beste. So. Dann planst du und dann gehst du duschen. So ein Schaumbad nehmen. Baby schläft gerade. Also hat das Baby vorhin gestillt. Na ja, gut, du nimmst ein Schaumbad. Mit dem Bus? Was? Wie viele Menschen willst du einladen? Hier, Geburtstagsparty? Okay. Nee. Wieso kann eigentlich nur er Geburtstag haben und sie nicht? Achso, vielleicht weil sie schwanger ist. Muss wählbar sein, um altern zu können. Okay. Das heißt, fürs Baby geht nicht. Das funktioniert nicht. Okay. Schade. Vier Tage her. Ist die ja jetzt schon älter geworden, einfach so? Und ich weiß da nichts von? Ja, es tut mir leid, ich habe es echt ewig nicht mehr gespielt. Und früher war es ja so, du musstest einen Kuchen kaufen und du musstest das dann für das Baby auspusten und alles war gut. Ja. Oder das Kind ist dann einfach irgendwann älter geworden. Ich bin ja froh, dass es hier echt alles zu ist. So wie die da rumplanscht. Oh Gott. Oh Mann. Hauptsache, sie hat ein bisschen Spaß. Ich meine, die letzte Zeit hatte sie ja nichts zu lachen, wenn man die Geburt bedenkt und dann jetzt schon wieder schwanger und... Ja. Oh, Baby ist wach. Du kannst ruhig mal langsam fertig werden. Aber echt, dass die, wenn die miteinander reden. Verstehe ich nicht. So, Papa. Du hast schon längst ausgeschlafen. Wieso sagst du nichts? Reste nehmen und verdorbenes Essen aussortieren. Gut. Du duschst schnell. Nimmst eine erfrischende Dusche. Und du musst bestimmt für die Arbeit noch was machen, oder? Ja, Videospiele spielen. Das ist natürlich kein Problem für dich. So. Ah, ist sogar abgeschlossen. Sehr schön. Wieso? Gurbina Musti? Gut. Ja, das zweite Baby kommt hier so hin. Ich könnte den Raum ja schon abtrennen. Ja. So, also der Bücherschrank kommt hier rüber. Machen wir mal hier hin. So, dann haben wir da unsere kleine Fernsehlese-Ecke. Ja, der Fernseher ist nicht High-End, aber brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt Bauklötze. Wow. Ich würde auch sagen, ich meine, für den Anfang braucht das Kind ja noch keine Bauklötze oder sonstiges.
So. Okay, dann brauchen wir nochmal eine Wand. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich ein Schlafzimmer und ein Spielzimmer mache. Aber so direkt, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. So. Das verschieben wir. Und da kommt immer eine Tür rein. Jetzt hat das eine Kind natürlich ein größeres Zimmer als das andere Kind. Und... Ja, hier drinnen, das, wie gesagt, das wird ja noch, konnte man das nicht irgendwie löschen? Ging das nicht? Okay. So. Das ist jetzt arg kleiner. Ja, ich möchte schon links und rechts eine Wand haben, bevor man halt ins Zimmer reingeht, sonst sieht es halt irgendwie komisch aus. Ich glaube, ich mache wirklich ein Spielzimmer und ein Schlafzimmer, solange diese klein sind. Weil solange diese klein sind, stört sie das ja nicht. Das ist dann erst, wenn sie älter sind, die ersten Freunde zu Besuch kommen und so weiter und so fort, da fängt es ja dann an. Wir könnten natürlich, aber wie gesagt, ich kann den Raum dann nicht verziehen. Wobei, Moment. Ich könnte das ja aber so machen, dass ich, nein. Dann verschiebe ich die Tür da einfach. Dann mache ich das so. Oh, die Wand hier kommt weg. Könnte natürlich sein, dass es im Endeffekt einfach noch schlechter aussieht. Dann ist das aber so. So. Dann kann hier nämlich so ein Schlafbereich sein, so ein Schlafspiel. Ich glaube, wir können sogar noch einen Moment, noch ein bisschen dahin. Der Baum. Wegen der Lampe, ehrlich? Die Lampe stört? Oder die Geschenke? Also die Geschenke kann man unter den Baum stellen. Aber es ist tatsächlich die Lampe. Es ist tatsächlich die Lampe, die stört. Na, wobei. Ach, Mensch. So. Okay. So, lassen wir das mal und das ziehen wir nochmal eins nach da. Ja. Nicht schön, aber selten, würde ich sagen. Wie gesagt, die Räume kommen wahrscheinlich sowieso später nach oben. Wenn die Kinder älter sind, bauen wir nochmal an. Ja. Ansonsten, es ist, ja, fehlt halt ein kleines Stückchen, aber das ist ja Pille-Palle. Okay. Oh, jetzt ist es hier ganz dunkel. Ah, das ist nicht gut. Sims mögen keine dunklen Ecken. Kann ich verstehen. Mag ich auch nicht. Achso, wenn ich den Baum umstelle, dann stört die Lampe. Ja. Aber, wenn ich die Lampe hinmache, dann stört der Baum nicht. Okay. Muss ich nicht verstehen. Werde ich nicht verstehen. Gut. Das hier auch mal anders. So, jetzt sieht alles gut beleuchtet aus. Dann können wir weitermachen. Hat sie gerade über Furzkissen mit ihrem kleinen Säugling gesprochen? Oder hat sie einfach nur daran gedacht? Nein, mein Schatz. Dein Mann muss arbeiten. Und du legst dich am besten. Ja, beschäftige dich mit dem Kind. Ehrlich. Wie gesagt, ich würde gerne die Sozialaktionen von dem Kind hochbekommen, bevor ich sie erwachsen werden lasse. Beziehungsweise älter werden lasse. Es ist ja nicht wirklich erwachsen werden. Also, liebkosen mag das Kind, aber wenn man mit ihr spricht, nicht.
Das ist irgendwie komisch. Ein Fabi, Nubu. Okay. Ein Fabi. Hier die Wand. Ah, die ist nicht gestrichen. Wieso ist die nicht gestrichen? Wir haben die doch einfach nur Ah, nee, wir hatten die neu gemacht. Ich hatte sie neu gemacht. Wir hatten sie neu gemacht. Gut. Dann streiche ich sie noch schnell. Nicht, dass es wieder 20.000 Folgen dauert, bevor ich die Wand streiche. Es tut mir leid. Okay. Was haben wir im Moment da? Oh. Okay, krass. Wir haben ja wirklich reichlich Dinge. Okay, was ist das? Visitenkartenhalter. Was haben wir hier? VIP-Eimer. Bei Abschluss einer Verabredung auf Gold-Level freigeschaltet. Oh, sehr nice. Können wir das hier hochstellen? Schade. Schade. Müssen wir mal gucken, wo wir hier Platz finden. Ja, da natürlich nicht. Hier oben passt auch nicht so. Das ist, ups. Ah, super. Super. Haben wir doch noch einen Platz. Teppich Sim-Medol. Ja, würde ich sogar... Oder? Ist ja unsere Spielecke. Wobei, ich hatte ja gesagt, sie übt... Na, nee. Sie kann ja jetzt mittlerweile schon besser singen. Und zwei Lampen. Ehrlich, zwei Lampen? Die verkaufen wir. Beide. So, weil wir haben ja eigentlich momentan genug Lampen. Wir haben ja jetzt nochmal welche gekauft gehabt. So. Ich würde sagen, wir machen dann morgen wieder weiter. Danke euch fürs Zuschauen. Und bye bye.